geht ins Exil nach Holland. März 1938, Österreich wird an das Reich angeschlossen, wie es heißt. In seine alte Heimat kehrt der Diktator zurück als Triumphator. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Die Heimat seiner Vorfahren im niederösterreichischen Waldviertel wird zum sogenannten Ahnengau des Führers erklärt. Die Ostmark-Wochenschau frohlockt. In der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Marktgemeinde Döllersheim wurden die Großmutter und der Vater unseres Führers geboren. Es klingt wie ein Ritterschlag für all die Hitlers, Schmidts und Schickelgrubers. Hitler war das Ganze eher unangenehm und er hat das in keinster Weise gefördert. Und diesen Teil des Waldviertels hat er eigentlich nur einmal durchquert, nicht einmal betreten. Der Mann, der Blut und Boden zur Grundlage seiner Ideologie gemacht hat, ignoriert den Boden seiner eigenen Herkunft. Die alte Heimat wird zum Truppenübungsplatz. Ein Jahr später herrscht Krieg. Der Diktator will den Sieg des sogenannten Herrenvolkes. Auch der Sohn von Halbbruder Alois und seiner zweiten Frau Hedwig will dafür kämpfen. Hitlers Lieblingsneffe Heinz. 1941 zieht Heinz in den Krieg gegen die Sowjetunion. Er will in der Armee seines Onkels Karriere machen und kämpft in einem Artillerieregiment als Nachrichtenunteroffizier. Die Familie weiß, dass ihn der Name in Gefahr bringt. Ich weiß, Mami hat immer gesagt, dass Papi auch, dass sie es eigentlich nicht wollten, dass er an die Front ging. Und ich glaube, selbst Adolf Hitler war nicht sehr begeistert davon, dass er an die Front ging. Aber Heinz Hitler will keine bevorzugte Behandlung. Er will sein wie alle anderen. Am Abend des 10. Januar 1942 erhält er den Befehl, Nachrichtengerät aus einer Stellung zu bergen. Von diesem Auftrag kehrt er nicht zurück. Heinz gerät in Gefangenschaft. Er wird ins Moskauer Prominentengefängnis Butyrka überstellt und vom Militärgeheimdienst verhört. Wenige Monate später ist er tot. April 1945. Sowjetische Truppen erreichen das Waldviertel in Niederösterreich, Hitlers Ahnengau. Die Suche nach Spuren des Diktators beginnt. Der damals 15-jährige Josef Pointz-Stingel wird von den Russen zwangsverpflichtet und abtransportiert. Ja, jetzt werden wir da erschossen und da müssen wir Luke aufmachen und da lassen wir gleich eine Buchsbahn. Doch die Russen haben andere Pläne. Die Gefangenen werden auf den Friedhof von Döllersheim gebracht. Hier liegt das Ehrengrab von Hitlers Großmutter. Wir haben sie uns da hin zu den Ehrengrab, zu der Hitlerin, ihrer Großmutter, zu den Ehrengrab. Von der Schickelgruber, ne? Ja, das müssen wir weg. Ne? Die Russen vermuten wertvolle Beigaben im Grab der Großmutter von Adolf Hitler. Tatsächlich stoßen die Männer auf Holzreste und Knochen. Da sind die anderen gekommen und haben die mit den Knochen umgeschwürt und gesucht. Wir haben alle nicht gewusst, was wollen die. Was wollen sie da? Die sowjetischen Soldaten wissen nicht, dass dieses Grab Teil des Ahnenkults um Hitlers Vorfahren ist und an einer willkürlichen Stelle angelegt wurde. Enttäuscht brechen sie die Suche ab. Ja, weil sie nichts gefunden haben, hat der Kapitän gesagt, oh, stare Gurba, who is nim? Ich
Nicht, der Starre Gurbe heißt alte Hure, der Beidl sollte holen. Nicht? Doch die Jagd des Sowjets gilt auch den lebenden Verwandten des Diktators. Systematisch durchkämmen die Rotarmisten das Waldviertel. Dabei kommen sie auch in dieses Tal. Noch heute lebt hier Adolf Hitlers Großcousin, der Landwirt Adolf Koppensteiner, Jahrgang 1940. Nur ein einziges Interview gibt der passionierte Akkordeonspieler über das Schicksal, mit dem NS-Diktator verwandt zu sein. Der Vater und die Mutter, die haben alles wahrnehmt, was da. Der Vater hat sein Leben nehmt, was da, und die Mutter auch nicht. Die sind ja da. Die haben sich auch mit sowas gefeiert, der Vater hat sich übergefeiert von den Russen. Der hat auch ein wenig Angst gehabt. Nicht? Die haben da draußen haben sie so eine große Luke gerammt, da war ich auch dabei, so ein kleiner Bauer. Und da haben sie sich versteckt gewöhnt. Das Foto zeigt Familie Koppensteiner 7 Tage vor dem Einmarsch der Roten Armee ins Waldviertel. Danach wird sich alles ändern. Der Befehl aus Moskau lautet Kollektivhaft für die Verwandten. Die haben zwar gesagt, die Russen, es ist nur auf ein paar Tage auf eine Aussage, da haben die was sagen müssen, haben sie nicht gleich gesagt, dass die niemand mehr kommen. Das Urteil steht von vornherein fest. 25 Jahre Zwangsarbeit. Ignaz Koppensteiner und seine Frau Maria werden so lange verhört, bis sie gestehen, am Zweiten Weltkrieg mit Schuld gewesen zu sein. Die waren alle in der Hoffnung, die kämen eh wieder. Aber na ja, es war immer so. Ich habe nicht mehr kämen. Keine einzige Nachricht, nicht einmal ein Schreiben oder gar nichts aus der Erfahrung. Adolf Koppensteiner war 6 Jahre alt, als er seine Eltern verloren hat. Fürchten tun wir sie heute noch, ganz ehrlich gesagt. Ich hab heute noch über ein wenig Federn und ein wenig Angst. Ja, warum? Weißt du, weil ich nicht weiß, was da keiner kommt. Es ist die Furcht, für die Verbrechen seines Großcousins büßen zu müssen, noch Jahrzehnte nach Kriegsende. Nur einer aus Hitlers Familie konnte sich aus dem Bann des Diktators lösen. Neffe William Patrick Hitler. Er hat Deutschland noch vor dem Krieg verlassen, reist mit seiner Mutter im Februar 1939 nach New York und wechselt die Seite. I believe that Hitler's policy in Europe will not bring any benefit to the human race at all. Er weiß, die Lage für sich zu nutzen. I hope that the American people in this country will not be kidded by my mustache, because after all my heart is in the right place and that's the main thing. Diese Hitlers wollen auch hier im Exil Kapital aus dem Namen schlagen. Willys Mutter schreibt ein Buch, Mein Schwager Adolf Hitler, und William Patrick begibt sich auf Vortragsreise zur Hölle mit Hitler. Im populären Look-Magazin packt der Neffe aus und stilisiert sich zum Opfer seines Onkels, den er angeblich hasst. Das Interesse an seinen Enthüllungen ist enorm, auch bei amerikanischen Juden. Sie protestieren engagiert gegen Hitler, Deutschland. In Chicago lädt man Hitlers Neffen sogar in die bekannte Ensche Emmet-Synagoge ein. Er verspricht Einblicke in die deutsche Psyche. Antworten kann er bei seinem Vortrag keine liefern. Als das Interesse an den vermeintlichen Enthüllungen nachlässt, will Willy Soldat werden und gegen den Onkel kämpfen. Er wendet sich direkt an Präsident Roosevelt und schreibt pathetisch, ich würde mein Leben für diese Sache opfern. Das FBI beschattet ihn erst und hilft dann doch. Hitler tritt in die Navy ein. PS, es ist nicht Adolf Hitler.
Es ist der Neffe des Führers, William Patrick Hitler, der vor 5 Jahren zu uns gekommen ist. Das wird Onkel Schickelgrubers Herz brechen. As a member of the armed forces, I hope to take an active part in the liquidation of this man, my uncle, who has unleashed such misery upon the world. Der Einsatz bei der kämpfenden Truppe bleibt ein frommer Wunsch. William Patrick wird den CBs zugeteilt, dem Bautrupp der Marine. Hier lässt er sich zum Laboranten ausbilden. Die Zeit der großen Auftritte ist nun vorbei. 1946 klicken die Kameras ein letztes Mal, als er aus dem Dienst entlassen wird. Jetzt hat er Angst, dass ihm die Verwandtschaft mit dem Jahrhundertverbrecher zum Verhängnis werden könnte. Er taucht in der Metropole New York unter. Hier verliert sich seine Spur für Jahrzehnte. Lange Zeit wusste man kaum etwas über das zweite Leben von William Patrick Hitler. Die Forscher nehmen seine Spur auf. Nach dem Krieg wird Willy amerikanischer Staatsbürger. Wie sein Vater in Deutschland ändert er seinen Namen und schafft Widersprüche. Er nennt sich Patrick Stuart Houston. Ein Name, der an ein geistiges Vorbild Hitlers erinnert, den britischen Antisemiten Houston Stuart Chamberlain. Und seinen ersten Sohn nennt er Alexander Adolf. Mit seiner Frau Phyllis, einer Deutschen, hat Patrick Stuart Houston insgesamt 4 Söhne. Besonders die Mutter will die Familie schützen. Ich will nicht sagen, dass sie geheimnisvoll lebten, aber eben sehr zurückgezogen. Sie war freundlich, aber da gab es eine Grenze, die man nicht überschritt. Man durfte nicht allzu viel fragen. In der Kleinstadt Patchogue auf Long Island betreibt Patrick Stuart Houston jahrelang ein privates Blutlabor. Nach außen bleibt die Familie unauffällig. Niemand schöpft Verdacht. Die Nachbarn erfahren erst nach Jahrzehnten die wahre Identität. Ich war ziemlich schockiert, wenn ich ehrlich bin. Aber vieles wurde mir dabei auch klar, weil sie ja so zurückgezogen lebten. Sie mussten dieses Geheimnis bewahren. Und das tat mir besonders für die Kinder sehr leid. Heute leben die Söhne von William Patrick Hitler als normale US-Bürger in der vermeintlichen Anonymität. 2 sind Gärtner, der 3. ist Psychotherapeut. Sie haben keine Kinder. Gemeinsam schweigen sie. Alle Versuche, mit ihnen über die Vergangenheit zu sprechen, bleiben erfolglos. William Patrick Hitler stirbt 1987 auf Long Island, bis zuletzt unerkannt. Sein Vater Alois starb 1956. Zusammen mit Hedwig, Erna und Hans Hitler ist er in Hamburg begraben. Hitlers Halbschwester Angela Raubal verstarb 1949 in der Nähe von München. Sie hinterließ 2 Kinder und 6 Enkelkinder. Paula Hitler starb 1960 in Berchtesgaden ohne Nachkommen.